Melanie Müller muss sich vor Gericht verantworten. In den vergangenen Monaten gerät die Schlagersängerin immer wieder in die Kritik. Der Grund? Die Zweifachmama soll sich in rechtsextremen Kreisen bewegen. So werden auf einem Konzert der 34-Jährigen im vergangenen September kritische Parolen gerufen, zu denen sie mutmaßlich mehrfach den Hitlergruß macht. Auch wenn Melanie selbst betont, keine rechte Gesinnung zu haben, führt die Polizei Ermittlungen durch. Dabei kommt es sogar zu einer Razzia, um in ihrem Haus nach Beweismitteln zu suchen. Doch vor allem ein Video des besagten Auftritts könnte ihr nun zum Verhängnis werden. Denn gegen das Reality-TV-Sternchen wird eine Anklage erhoben. Und Melanie muss sich für ihre Handbewegungen vor Gericht rechtfertigen. Die Musikerin selbst äußert sich noch nicht zu der Anzeige. Bleibt zu hoffen, dass der Prozess die Wahrheit ans Licht bringt.